Hallo Bosco! Hallo Rebecca. Heute geht es um Drehsymmetrie und Punktsymmetrie. Oh, das wird wieder schwierig. Und die Aktensymmetrie hast du doch auch gut verstanden. Naja, ich schaue mir lieber unser Video nochmal an. Das ist eine gute Idee. Da oben ist der Link. Um die Drehsymmetrie jetzt gut erklären zu können, müssen wir kurz uns nochmal die Gradzahlen anschauen. Weißt du, wie viel Grad ein ganzer Kreis hat, Bosco? Na, 360. Wow! Das hast du dir gut gemerkt. Das war jetzt nicht so schwer. Und wenn ich den Kreis halbiere, dann muss ich also 360 Grad durch 2 teilen und jeder halbe Kreis hätte dann 180 Grad. Grad. Genau. Und bei einem Drittelkreis? 120 Ja. Grad. Und bei einem Viertelkreis, wie viel Grad hätte jeder? 90 Und bei einem Fünftelkreis? Grad. 72 Grad. Gut gerechnet. Und Sechstelkreis machen wir auch noch. 60 Grad. Genau. Ich bin der Kopfrechner. Und das Schöne ist, dass da jetzt gar keine Kommazahl dabei war. Deswegen ist es auch sehr praktisch, dass ein Kreis, also eine gesamte Umdrehung, genau 360 Grad sind Ja. und nicht beispielsweise 100 oder so, weil dann beim Drittelkreis hätten wir schon eine periodische Kommazahl. So, 33,333. Genau. Und deswegen bin ich ganz froh über die 360 Grad. Damit können wir besser rechnen. Ich auch. So, jetzt starten wir aber mit der Drehsymmetrie Ja. und wir schauen uns das Kleeblatt hier an. Um zu wissen, ob eine Figur drehsymmetrisch ist, muss ich schauen, ob es einen Winkel gibt, um den ich die Figur drehen kann, sodass sie wieder genau so aussieht, also da liegt wie vorher. Und ich kann jetzt dieses Kleeblatt einfach ein Blatt weiter drehen, sodass dann das obere Blatt unten links hinkommt. Ja. Und dann sieht es ja wieder genauso aus wie vorher. Ich drehe aber um die Mitte. Genau, das heißt dann Drehzentrum. Ah. Und weil das jetzt hier drei ganz gleichmäßig angeordnete Blätter sind Ja. und ein Drittelkreis eben 120 Grad sind, habe ich Ja. jetzt um 120 Grad weit gedreht. Verstehe. Ich könnte es auch gleich zwei Blätter weit drehen, dann würde ich es eben direkt um 240 Grad drehen. Verstehe. Und 360 Grad schreibe ich mit dazu, weil das geht eigentlich immer. Ja. Jede Figur kann ich um 360 Grad drehen und dann habe ich sie einmal um sich selbst komplett rumgedreht. Ja. Genau. Wichtig zu beachten, mathematisch positiv ist die Drehrichtung immer linksrum, also gegen den Uhrzeigersinn. Okay. Gut. Muss ich mir merken. Wenn wir jetzt das Kleeblatt nehmen, das unten eine größere Lücke hat, also Ja. nicht so gleichmäßig angeordnete Blätter, Ja. dann wäre es gar nicht drehsymmetrisch. Nur um 360 Grad. Ja, da hast du recht, Bosco, das Ja. stimmt. Das gilt aber nicht, Puh. weil wenn wir die 360 Grad da mit dazu nehmen würden, dann wäre ja jede Figur auf der ganzen Welt drehsymmetrisch. Buh. Und dann würde es ja gar keinen Sinn machen, sich die Frage zu stellen, welche sind drehsymmetrisch und welche nicht. Deswegen, wenn eine Figur nur um 360 Grad drehsymmetrisch ist, dann sagt man, sie ist halt nicht drehsymmetrisch. Die Mathematiker. Und das vierblättrige Kleeblatt. Ja, dein Glückskleeblatt, Ja. das ist drehsymmetrisch. Gut. Wenn ich es ein Blatt weiter drehe, eben 90 Grad, Ja. zwei Blätter weiter 180 Grad, Ja. oder ich drehe es drei Blätter weiter 270 Grad, Ja. oder ich drehe es halt komplett Einmal um die ganz eigene rum. Achse, dann Ja. sind es wieder die 360 Grad. Die schreibt man vollständigkeitshalber einfach mit dazu. Okay. Ja. Schauen wir uns den Schmetterling an. Den Falter. Der ist gar nicht drehsymmetrisch. Mach mal um 90 Grad. Ja, am Anfang sind ja die Fühler oben und wenn ich den Ah. jetzt drehe, egal wie weit, sind die Fühler nicht mehr oben. Ja, ich sehe es. Deswegen. Nur um 360 Grad drehbar. Also gilt er nicht als drehsymmetrisch. Super! Ha! Bosco, spielst du eigentlich gern Karten? Klar, Romy. Ah, da verliere ich doch immer gegen dich. Ja, weil ich gewinne. Schauen wir uns mal den König an aus dem Kartenspiel. Ja. Der obere Kopf schaut jetzt gerade nach rechts und der untere Kopf schaut jetzt gerade nach links. Ja. Und wenn ich den König jetzt drehe, um 180 Grad, das heißt Ja. genau um einen halben Kreis, also ich stelle ihn förmlich auf den Kopf, dann guckt der obere Kopf aber wieder nach rechts und der untere Kopf schaut wieder nach links. Das Ja. heißt, er sieht genauso aus wie vorher, ist also drehsymmetrisch um 180 Grad. Ja. Genau. Und jetzt erkläre ich eben auch die Punktsymmetrie. Oh Für je. die Punktsymmetrie gibt es zwei verschiedene Erklärungen. Die erste Erklärung ist folgende:
Wenn eine Figur um 180 Grad drehsymmetrisch ist, dann ist sie gleichzeitig auch punktsymmetrisch, denn das ist genau das Gleiche. Ja. Wenn eine Figur punktsymmetrisch ist, dann ist sie auch automatisch drehsymmetrisch um 180 Grad. Verstehe. Diese Erklärung ist hilfreich, wenn du beurteilen sollst, ob eine Figur punktsymmetrisch ist. Dann drehst du die einfach auf den Kopf und guckst, ob sie genauso aussieht wie vorher. Und ja. Wenn ja, dann ist sie auch punktsymmetrisch. Okay. Jetzt gibt es noch die zweite Erklärung für die Punktsymmetrie. Oh je. Die ist hilfreicher, wenn du selber was zeichnen sollst, was dann oder eine Punktspiegelung ausführen sollst oder so. Da ist es so, dass du dieses Spiegelzentrum hast in der Mitte der Figur. Ja. Und da muss es möglich sein, jeden beliebigen Punkt zu nehmen, beispielsweise diese schmale Spitze in der Krone vom König. Und von dort hüpfst du jetzt sozusagen zu dem Spiegelzentrum und dann in die gleiche Richtung gleich weit weiter. Und dann müsstest du auch wieder an der Spitze dieser schmalen Zacke von der Krone rauskommen. Ah ja. Und du siehst, das klappt hier. Probieren wir es mal für die Nasenspitze. Ja, die lange Nase vom König. Mhm. Von der Nasenspitze hüpfe ich zum Spiegelzentrum. Hüpf. Und dann genauso weit in die gleiche Richtung nochmal. Hüpf. Und dann bin ich wieder bei der Nasenspitze angekommen. Hüpf, hüpf. Oder beispielsweise die Haarlocke. Ja. Hüpf, hüpf zur Mitte. Ja. Hüpf, hüpf zur nächsten Haarlocke unten. Genau, auch da klappt es. Und das geht eben für jeden beliebigen Punkt des Königs und somit ist der punktsymmetrisch. Ich bin ja auch ein König. Kann man mich auch drehen? Oh, probieren wir es mal aus. Bin ich drehsymmetrisch? Und bist du punktsymmetrisch? Mal schauen. Mal schauen. Oje, oje, oje. Siehst du jetzt genauso aus wie vorher? Ja, immer noch so gut wie vorher. Ja, aber... Ich hab mich verschluckt. Oje, oje. Dreh mich wieder um. Oh. Und was meinst du? Oh. Bist du punktsymmetrisch wie der König? Nein, weil da waren ja die Füße oben und mein Kopf unten. Ja, ha. Also tut mir leid, Bosco, du bist leider weder punktsymmetrisch noch drehsymmetrisch. Ich bin unsymmetrisch. Du bist vielleicht annähernd achensymmetrisch, wenn deine Frisur ein bisschen besser sitzen würde. Ha! Also wenn die Haare links und rechts genau gleich wären. Gegen meine Frisur. Ja, du hast eine sehr schöne Frisur. Ich sehe immer noch Sternchen vor den Augen. Ui. Oh, dann schauen wir uns doch mal die Symmetrie der Sternchen an. Oh je. Ja, dieser 5-Stern ja. ist drehsymmetrisch. Man kann ihn immer eine Zacke weiter drehen. Wenn ich ihn um eine Zacke drehe, dann ist er drehsymmetrisch um. 72 Grad. Genau. Ha, ich bin wieder da. Ja. Und um 2? 144. Ja, und wenn ich ihn gleich um 3 Zacken weit drehe, dann? 216 Grad. Genau, wenn ich ihn 4 Zacken weit drehe? 288 Grad. Und 5 Zacken? 360 Grad. Du bist so ein guter Kopfrechner, Bosco. Das habe ich von dir gelernt. Genau. Und ist er jetzt auch punktsymmetrisch? Machen wir mal einen Test. Wenn ich den Punkt an der obersten Zacke nehme und mache hüpf, hüpf zur Mitte und in die gleiche Richtung weiter, hüpf, hüpf, lande ich im Nirgendwo. Ja. Also ist er nicht punktsymmetrisch. Richtig. Gut. Und wie hättest du das viel schneller erkennen können, ob der Punkt symmetrisch ist? Weil er nicht um 180 Grad drehbar ist. Genau. Ah. Sehr gut. Mhm. Ja, schauen wir uns diese Blüte an. Ja. Die hat 6 Blütenblätter. Wir hatten ja im Video für die Achsensymmetrie gesehen, dass die nicht achsensymmetrisch ist. Ja. Aber sie ist drehsymmetrisch. Jeweils ein Blütenblatt weiter. Es sind genau 6 Blütenblätter. Ah. 360 Grad geteilt durch 6 sind 60 Grad. Ah. Das heißt, ich kann die Blüte immer 60 Grad weiter drehen. Und dann sieht sie genauso aus wie vorher. Das heißt, die ist also drehsymmetrisch um 60 Grad, 120 Grad, 180, 240, 30, 360. Genau. Ja. Gut. Und? Was meinst du zur Punktsymmetrie? Ja, weil 180 Grad drehbar. Genau, die 180 Grad war dabei. Jetzt hat es Klick gemacht. Genau, aber wir können das sicherheitshalber mit dem Hüpfen nochmal machen. Also ich nehme jetzt zum Beispiel hier die Spitze von einem Blütenblatt, hüpf zur Mitte, hüpf genau gleich weit weiter zur anderen Seite und bin wieder bei der Spitze von einem Blütenblatt angekommen
Und das, also das hat geklappt. Okay. Gut. Verstanden. Ja. Und jetzt schauen wir uns noch unsere unsäglichen, geliebten Parkverbotsschilder an. Ich habe befürchtet, dass die auch noch kommen. Ja. Das mit den Pfeilen war ja nicht achsensymmetrisch, aber es ist drehsymmetrisch. Der obere Pfeil zeigt ja nach links. Und wenn ich das jetzt um 180 Grad drehe, dann zeigt der obere Pfeil auch nach links. Also das funktioniert und ist somit auch punktsymmetrisch, weil es drehsymmetrisch um 180 Grad ist. Ja. Tu mal die Pfeile weg. Ja, dann bist du dran. Sag mal. Das ist auch drehsymmetrisch. Viermal um jeweils 90 Grad. Also 90 Grad, 180, 270 und 360 Grad. Genau. Sehr schön. Und damit auch punktsymmetrisch. Ha! Ich glaube, du hast verstanden, Bosco. Dann noch ein letztes Beispiel. Wir lassen wieder die roten Balken weg. Der Spiegel. Bei den Achsen waren es unendlich viele Achsen. Mhm. Dann kann ich ihn bestimmt auch unendlich viel drehen. Ja, also dieser Kreis ist drehsymmetrisch. Ja. Weil du kannst ihn immer ein kleines Stück weiter drehen oder noch ein kleineres Stück weiter oder ein größeres Stück weiter und du siehst eigentlich gar nicht, dass du ihn gedreht hast, weil er immer genauso aussieht wie vorher. Ja. Also jeder erdenkliche mögliche Drehwinkel ist richtig, hat also unendlich viele. Und weil bei den unendlich vielen die 180 Grad dabei ist, ist er eben auch punktsymmetrisch. Klar. Okay. Gut. Soweit? Soweit, so gut. Schön. Soweit, ab zur Kaffeepause. Gut. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.